Die sechste Etappe auf der Römer-Lippe-Route beginnen wir in Hoke, einem Ortsteil der Stadt Delbrück. Die katholische Kirche St. Landonius in Boke. Wir lassen Boke hinter uns und überqueren die Lippe. Auf der Römer-Lippe-Route rollen wir weiter in Richtung des ehemaligen Römerlagers in Anreppen. Bei Anreppen, einem Ortsteil der Stadt Delbrück, erreichen wir das Gelände eines ehemaligen Römerlagers. Nähere Einzelheiten zu diesem Römerlager sind im Internet zu entnehmen. Unsere kleine Radeltour auf der Römer-Lippe-Route setzen wir in Richtung Bentfeld fort.
Der Ort Benfeld liegt hinter uns. Weiter geht es in Richtung Schloss Neuhaus. Wir verlassen die Römer-Lippe-Route, es geht zum Benfelder See. Wir rollen weiter in Richtung Schloss Neuhaus. Der Lippesee ist erreicht, im Vordergrund die Lippe, im Hintergrund der Lippesee. Von einer Anhöhe schauen wir auf dem Lippesee herab.
Wir befinden uns bereits wieder auf dem Rückweg vom Lippesee in Richtung Bentfeld. Auf der Römer-Lippe-Route in Richtung Bentfeld. Wir erreichen nun wieder Boke, unseren Ausgangspunkt auf der Römer-Lippe-Route.